I do dimly perceive that whilst everything around me is ever changing, ever dying, there is underlying all that change a living power that is changeless, that holds all together, that creates, dissolves, and recreates. That informing power or spirit is God, and since nothing else that I see merely through the senses can or will persist, He alone is. And is this power benevolent or malevolent? I see it as purely benevolent, for I can see that in the midst of death, life persists. In the midst of untruth, truth persists. In the midst of darkness, light persists. Hence I gather that God is life, truth, light. He is love. He is the supreme good. Vaishnava jana to tene kahiye de Peeda parai jaane re par dukhe par dukhe upkar kare toye manaya bhimanano yaane re vaishnava jana do. Am 2. Oktober 1869 wird Mohandas Karamchand Gandhi in die Händlerkaste der Mot Banya geboren. Seine Familie huldigte Vishnu, der besonders den erhaltenden und liebenden Aspekt Gottes in der Hindu-Philosophie verkörpert. Die Gandhis spielten eine wichtige Rolle im politischen Leben des damaligen Zwergstaates Porbandar. Wie schon der Großvater, so war auch der Vater Karamchand ein Divan, eine Art Premierminister des Staates. Großvater und Vater waren Männer mit festen Grundsätzen und großer Liebe zur Wahrheit. Sie waren bekannt für ihre ausgeprägte Zivilcourage, aber auch für ihr hitziges Temperament und ihre Sinnlichkeit. Seine Mutter Putliba beschrieb Mohandas als eine Heilige von tiefer Religiosität. Sie war eine starke Persönlichkeit mit viel Selbstdisziplin. Ihre strengen Gelübde beeindruckten den späteren Mahatma ebenso wie ihr regelmäßiges Fasten. Nachdem die Familie 1876 nach Rajkot umgezogen war, kam Mohandas im Alter von 7 Jahren in die Grundschule, die er bis zu seinem 12. Lebensjahr mit mittelmäßigem Erfolg besuchte. Er entwickelte in dieser Zeit ein ausgeprägtes Ehrgefühl und legte Wert darauf, dass er sich charakterlich nichts zu Schulden kommen ließ. Er war zutiefst beeindruckt von den Bühnenstücken Harishchandra und Shravana, welche die Ergebenheit eines Sohnes zu seinen blinden Eltern und die bedingungslose Suche nach der Wahrheit zum Inhalt hatten. Kurz nach dem Wechsel auf die Kathiawad-Oberschule wurde Gandhi im Alter von 13 Jahren mit der gleichaltrigen Kasturba Nakanji aus Porbandar verheiratet. Nach seiner Schulausbildung wollte Gandhi Medizin studieren, was aber aus religiösen Gründen von seiner Familie abgelehnt wurde, da das Zerlegen von Fleisch ihm durch seine Kastenzugehörigkeit verboten war. So entschloss er sich dann, in England Jura zu studieren. Obwohl er seiner Mutter gegenüber das Gelübde ablegte, kein Fleisch, keinen Wein und keine Frau anzurühren, wurde er von den Kastenältesten aus der Kaste ausgeschlossen, da es Kastenmitgliedern verboten war, über das schwarze Wasser, wie das Arabische Meer genannt wurde, zu fahren. In London bemühte sich Gandhi zunächst, wie ein englischer Gentleman zu leben, was er jedoch bald aus Kostengründen aufgab. Nachdem er mit seinem Studium begonnen hatte, investierte er stattdessen in Bücher und las sie mit großem Eifer. Zum Studium des römischen Rechts lernte er sogar Latein. Er lebte nun bescheiden in einem kleinen Zimmer und kochte für sich selbst. Er wurde Mitglied der Vegetarischen Gesellschaft, wo er viele interessante Menschen traf, die ihm seine eigenen,
indischen Wurzeln bewusst werden ließen. So las er erstmals die Bhagavad Gita, eine der heiligen Hindu-Schriften, was für ihn eine Erleuchtung war. Vor allem hinterließ die Aussage, dass Verzicht und Entsagung die höchste Form der Religion darstellten, einen bleibenden, tiefen Eindruck auf ihn. Die Bhagavad Gita wurde für Gandhi zum Buch par excellence für die Erkenntnis der Wahrheit und war ihm zeitlebens eine Quelle für Zuversicht und Hoffnung. Als Sekretär der Vegetarischen Gesellschaft schrieb Gandhi erstmals Artikel über indische Gewohnheiten und Ernährungsweisen. Im Juni 1891 beendete Gandhi, 21-jährig, erfolgreich sein Studium des britischen Rechts und erhielt den Titel Barrister of Law verliehen. Die Freude über seine Rückkehr nach Indien wurde getrübt, als er bei der Ankunft in Mumbai vom Tod seiner geliebten Mutter erfuhr. Nachdem er wegen des Kastenausschlusses rituelle Sühnebäder genommen und die verlangte Geldbuße bezahlt hatte, wurde er von seiner Kaste wieder als vollwertiges Mitglied aufgenommen. Der Aufenthalt in Indien war aber nur von kurzer Dauer, denn 1893 erhielt Gandhi das Angebot, einen indischen Geschäftsmann in Südafrika bei einem Rechtsstreit zu unterstützen. Schon kurz nach seiner Ankunft in Durban erfuhr Gandhi in Form von Beleidigungen und Gewalttätigkeiten am eigenen Leibe die rassistischen Erniedrigungen, denen Inder oder Kulis, wie sie von den Kolonialherren genannt wurden, in Südafrika ausgesetzt waren. In dem Rechtsstreit erzielte Gandhi einen für beide Parteien zufriedenstellenden Vergleich. Als er auf der ihm gegebenen Abschiedsparty erfuhr, dass den Indern in Südafrika weitere Nachteile angekündigt wurden, entschied er sich zu bleiben und sich für die Sache seiner Landsleute einzusetzen. Der Kampf für die nationale Selbstachtung und gegen die Rassendiskriminierung begann. Zu diesem Zweck gründete Gandhi zusammen mit seinen Mitstreitern den Natal Indian Congress. In den folgenden Monaten wurde eine Organisationsstruktur aufgebaut und Gandhi machte erste Erfahrungen mit Öffentlichkeitsarbeit. Er verfasste seine ersten politischen Schriften über die Situation der Inder in Südafrika und hielt Ansprachen. Als erster indischer Rechtsanwalt in Natal hatte Gandhi eine Menge Arbeit. Gleichzeitig verfolgte er aber auch seine geistige Entwicklung. Er las zahlreiche hinduistische und andere religiöse Schriften sowie viele Werke Tolstois, mit dem er später auch korrespondierte. Er vertiefte seine medizinischen Kenntnisse, die er schon bald auf vielfältige Weise in der Praxis anwenden konnte. Beim Burenkrieg 1899 stellte Gandhi ein Ambulanzkorps zusammen, das einen Monat aktiv an der Front wirkte. Bei der Geburt seines vierten Sohnes agierte Gandhi als Geburtshelfer. Der Wunsch, sein Leben in den Dienst seiner Mitmenschen zu stellen, wurde zunehmend stärker und veränderte weiter seinen Lebensstil. Die in der Bhagavad Gita formulierten Lehren der Besitzlosigkeit, des Nicht-Anhaftens und des Gleichmuts ergriffen ihn. Fortan war er bestrebt, diese Yoga-Lehren in seinem Alltag umzusetzen. Er verzichtete auf jeglichen weltlichen Besitz und stellte alle seine Einkünfte der Gemeinschaft zur Verfügung. Um auch seinen Körper zu reinigen, las er Abhandlungen über Naturheilkunde. Er lehnte Medikamente ab, fastete und experimentierte mit verschiedenen Diäten. Gandhi hatte großes Vertrauen in Erd- und Wasserkuren und entdeckte den therapeutischen Wert von Schlammpackungen. Schon kurz nach der Jahrhundertwende fasste er seine medizinischen Erfahrungen zusammen in dem Band Guide to Health, was sein meistgelesenes Buch werden sollte. Die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit machte eine eigene Zeitung als Sprachrohr der Inder in Südafrika notwendig. Ab Juni 1903 erschien die Wochenzeitung Indian Opinion in 4 Sprachen. Während einer Bahnfahrt las Gandhi John Ruskins Buch Unto This Last, das ihn fesselte. Umgehend setzte er die darin beschriebenen Ideen in die Praxis um
und gründete 1904 die Phoenix-Siedlung, eine Landkommune mit strengen Regeln und spartanischer Lebensführung. Die Gemeinschaft war weitgehend autark und reduzierte ihre materiellen Bedürfnisse auf ein Minimum. Als Gandhi 1906 bei der sogenannten Zulu-Rebellion wieder ein indisches Sanitätskorps zusammenstellte, kam sein Glaube an das britische Imperium erstmals ins Wanken, als er erfuhr, dass es sich vorwiegend um eine Steuerexpedition der Briten handelte. Damit sich Gandhi zukünftig uneingeschränkter der indischen Sache widmen konnte, legte er das Brahmacharya-Gelübde ab. Er erkannte, dass Enthaltsamkeit jeglicher Art und die Kontrolle der Sinne ein Leben des Dienstes für die Menschheit erleichtern. Ein normales Familienleben würde zu viele Energien für die Interessen nur weniger Menschen binden. Im September 1906 erließ die Regierung von Transvaal ein Gesetz, nach dem sich alle indischen Männer, Frauen und Kinder über 8 Jahren mit ihren Fingerabdrücken registrieren lassen sollten. Auf einer Massenversammlung schwor Gandhi, dass er lieber sterben, als sich diesem Gesetz beugen wollte. Im Rahmen dieses Kampfes wurde das Wort geprägt, das zum Inbegriff von Gandhis Leben werden sollte: Satyagraha, was bedeutet Festhalten an der Wahrheit. Mit dieser Art des aktiven Kampfes grenzte Gandhi sich ab gegen passiven Widerstand aus Schwäche oder Hilflosigkeit. Im weiteren Verlauf der Kampagne wurden Gandhi, seine Frau Kasturba und weitere Mitstreiter inhaftiert, zum Teil unter erschwerten Bedingungen. Für Gandhi war Satyagraha und dabei insbesondere der zivile Ungehorsam das moralische Äquivalent zu Krieg und Bürgerkrieg. Er war davon überzeugt, dass unter einer ungerechten Regierung das Gefängnis der angemessene Platz für gerechte Menschen sei. Im selben Jahr, 1909, schreibt Gandhi sein Buch Hind Swaraj, Selbstbestimmung für Indien. Diese Schrift enthält die Quintessenz seiner Gesellschafts- und Zivilisationskritik. In ihr sprach er sich klar gegen den Materialismus und die strukturelle Gewalt der modernen westlichen Gesellschaft aus und warnte die Inder davor, deren Vorbild nachzuahmen. 1910 gründete Gandhi eine weitere Gemeinschaft, in der verschiedene Experimente in Selbstdisziplin, Erziehung, Ernährungsweisen und anderen spirituellen, moralischen und wirtschaftlichen Aspekten durchgeführt wurden. Er nannte sie Tolstoi Farm. Sie lag ca. 35 Kilometer von Johannesburg entfernt. Das Gelände der Farm wurde Gandhi und seinen Leuten von dem jüdischen Architekten Dr. Hermann Kallenbach überlassen. Kallenbach lebte ebenfalls auf der Farm und wurde es ein enger Freund und Mitarbeiter während der letzten Phase von Gandhis Aufenthalt in Südafrika. Nachdem die Regierung in Transvaal ein Gesetz erlassen hatte, wonach die Ehen von Hindus, Moslems und Parsen ohne die in Indien unübliche standesamtliche Registrierung ungültig waren, kam es zu massiven Aktionen zivilen Ungehorsams. Es wurde gegen das neue Gesetz protestiert. Streiks legten vielerorts die Produktion lahm. Kasturba Gandhi wurde als Anführerin einer Satyagrahi-Gruppe verhaftet und zu 3 Monaten Gefängnis mit harter Arbeit verurteilt. Am 6. November 1913 marschierte Gandhi mit über 2000 Männern, Frauen und Kindern von Natal nach Transvaal, um dort auf die Verhältnisse in Natal hinzuweisen und die Abschaffung der neuen Gesetze sowie der 3 Pfund Kopfsteuer zu bewirken. Sie wurden wegen illegaler Einwanderung verhaftet. Nach langen und zähen Verhandlungen siegte die Bürgerrechtsbewegung der Inder in allen Streitfragen. Gandhi und seine Mitstreiter wurden aus der Haft entlassen. Alle ihre Forderungen wurden von der Regierung erfüllt. Nach über 20-jährigem Aufenthalt kehrten Gandhi, seine Familie und einige enge Mitarbeiter 1915 nach Indien zurück, um dort den Kampf gegen die Ungerechtigkeit fortzusetzen.
Sie wurden von einem großen Aufgebot empfangen, da ihre Aktionen in Südafrika von Indien aus mit großem Interesse und Sympathie verfolgt wurden. Gandhi wurde als Mahatma begrüßt, was bedeutet große Seele. Diesen Titel sollte er zeitlebens beibehalten, auch wenn er ihn nie für sich in Anspruch nahm, sondern bestenfalls tolerierte. Gandhi erlegte sich zunächst ein politisches Schweigejahr auf, um sein Land zu bereisen und besser kennenzulernen. Er gründete den Satyagraha Ashram am Fluss Sabarmati bei Ahmedabad, mit dem er zwei Jahre später, 1917, wegen eines Pestausbruchs auf ein nahegelegenes Gelände umzog. Hier begann Gandhi, sich der Sache der Unberührbaren zu widmen, die er Harijans, Kinder Gottes, nannte. Als er eine Harijan-Familie im Ashram aufnahm, wandten sich viele Freunde und Mitstreiter von ihm ab. Selbst einige Familienmitglieder verließen, zumindest zeitweilig, zusammen mit anderen Ashram-Mitgliedern aus Protest gegen das revolutionäre Verhalten Gandhis die Gemeinschaft. In der ersten Kampagne gewaltfreien Widerstandes in Indien setzte sich Gandhi gegen die Unterdrückung von Bauern in der nordindischen Provinz Bihar ein. Er führte zunächst eigenständig eine Untersuchung über die Lage der Bauern durch, die von den Briten durch den Zwangsanbau von Indigo bei niedrigen Preisen und hohen Steuern an den Rand des Verhungerns getrieben wurden. Als Gandhi von den Behörden aufgefordert wurde, den Bezirk zu verlassen, weigerte er sich und äußerte seine Entschlossenheit, die Untersuchung im öffentlichen Interesse fortzuführen. Vor Gericht argumentierte er, dass sein ziviler Ungehorsam nicht auf mangelndem Respekt vor der gesetzlichen Autorität beruhe, sondern auf dem Gehorsam gegenüber dem höheren Gesetz des Gewissens. Gandhi wurde freigelassen und führte die Untersuchung fort. Der Bericht der Untersuchungskommission führte letztlich zur Abschaffung des Zwangsanbaus von Indigo und zur Reduzierung der Steuern. In den beiden darauffolgenden Kampagnen zivilen Ungehorsams war es Gandhi möglich, eine Verbesserung der Situation der Textilarbeiter und Weber in Ahmedabad zu erzielen, sowie der Bauern in Kedah, nahe Ahmedabad, die wegen einer Dürre nicht in der Lage waren, ihre Steuern zu bezahlen. Dabei entdeckte Gandhi das Mittel des Fastens, nicht um den Opponenten unter Druck zu setzen, sondern zur eigenen Besinnung und innerlichen Reinigung sowie aus Solidarität mit den hungernden Arbeitern. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges hofften die Inder auf die Wiederherstellung der bürgerlichen Freiheiten, die im Zuge des Kriegsrechts eingeschränkt worden waren. Als jedoch 1919 das Kriegsrecht durch die sogenannten Rowlatt-Gesetze verlängert wurde, lief eine Welle der Entrüstung durch das Volk. Erstmals setzte Gandhi einen landesweiten Streiktag an, den er als einen Tag des Betens und Fastens sowie zur Selbstläuterung zugebracht sehen wollte. Dieser Generalstreik war der Auftakt zu einer weiteren Kampagne des zivilen Ungehorsams. Große Menschenmengen beteiligten sich an den Aktionen und verpflichteten sich zum Verzicht auf Gewalt gegen Personen und Sachen. Die gesamte Wirtschaft kam zum Stillstand und das Land war in Aufruhr. Unzählige Menschen wurden verhaftet und verurteilt. Es wurde ein Versammlungsverbot verhängt. Als sich in der nordindischen Stadt Amritsar 2000 Menschen zu einer Protestkundgebung auf einem öffentlichen Versammlungsplatz einfanden, zogen englische Truppen auf, die ohne Vorwarnung gezielt auf die Menge schossen. Dem Massaker fielen 400 Menschen zum Opfer, etwa dreimal so viele wurden verwundet. Als es in der Folge immer häufiger zu gewalttätigen Ausschreitungen des Volkes kam, erkannte Gandhi seine Himalaya große Fehleinschätzung, wie er es nannte. Er hatte zu früh seine Landsleute zu zivilem Ungehorsam aufgefordert, die dazu noch nicht reif genug waren. Er beendete die landesweite Satyagraha-Kampagne.
in seinen Wochenblättern Navajivan und Young India leistete Gandhi nun zunächst ausgiebige Aufklärungsarbeit, bevor er 1920 die Bewegung der Nicht-Zusammenarbeit ins Leben rief. In einem Brief an den Vizekönig erklärte Gandhi, dass er sich weder die Achtung noch die Zuneigung für eine Regierung erhalten kann, die von einer Untat zur nächsten schreitet, um ihre Unmoral zu verteidigen. Gandhi selbst gab seine Kriegsauszeichnungen, die er für seine Sanitätsdienste in Südafrika erhalten hatte, zurück und forderte seine Mitbürger zum Boykott von ausländischer Kleidung, allen britischen Gütern, britischen Schulen und Stellenangeboten der britischen Verwaltung auf. Er propagierte die Herstellung der eigenen Kleidung und gelobte im August 1920 für immer nur Khadi, das heißt Textil, aus handgesponnener und handgewebter Baumwolle zu tragen. Kurze Zeit später reduzierte Gandhi seine Kleidung sogar auf ein Lendentuch aus Khadi, aus Sympathie für die armen Menschen des Landes und auch um zu zeigen, dass er sich ihrer Sache annahm und um ein Beispiel zu setzen. Um vom britischen Tuch unabhängig zu werden, wurden im ganzen Land Spinnräder verteilt. Demonstrativ wurden 1921 bei einer öffentlichen Verbrennung in Mumbai über 150.000 Stück ausländischer Textilien verbrannt. Das Spinnrad wurde von Gandhi als das Sakrament Indiens bezeichnet. Vom indischen Nationalkongress wurde es in die Unabhängigkeitsflagge aufgenommen. Es wurde zum Symbol für Swadeshi, der wirtschaftlichen Unabhängigkeit, die Gandhi und seine Mitstreiter parallel zu Swaraj, der politischen Unabhängigkeit, anstrebten. In Ahmedabad hatte Gandhi 1920 die Universität Gujarat Vidyapith gegründet, die mithelfen sollte, die Jugend auf die Unabhängigkeit vorzubereiten und zu selbstbewussten Menschen zu erziehen. Im Rahmen der gewaltfreien Bewegung der Nicht-Zusammenarbeit kam es wiederholt zu Ausschreitungen, auf die die Briten mit gewaltvollen Maßnahmen und Verhaftungen antworteten. In der kleinen Stadt Chauri Chaura misshandelte die Polizei Demonstranten einer Protestkundgebung, woraufhin die wütende Menge 21 Polizisten umbrachte. Als Reaktion auf diese Gewaltorgie setzte Gandhi die Bewegung der Nichtzusammenarbeit aus und legte sich ein 5-tägiges Sühnefasten auf. Er wurde daraufhin mit der Begründung, für den Aufruhr und die Aufhetzung gegen die britische Regierung verantwortlich zu sein, verhaftet und zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Februar 1924 wurde Gandhi dann jedoch vorzeitig aus der Haft entlassen, aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes infolge einer Blinddarmoperation. Da seine Landsleute sich für den gewaltfreien Widerstand auf Massenbasis als noch nicht reif genug erwiesen, widmete Gandhi sich zunächst ganz der Verbreitung des Spinnrades und der Abschaffung der Unberührbarkeit. Obwohl das britische Imperium der Hauptopponent Gandhis war, bemühte er sich stets auch, die eigene Gesellschaft zu reformieren und Ungerechtigkeiten innerhalb dieser zu beseitigen. Die Unberührbarkeit sah Gandhi als eine unmenschliche Sünde und als einen Makel der indischen Gesellschaft an. Er bewirkte im Verlauf seines Einsatzes für die Harijans, dass sie freien Zugang zu Hindu-Tempeln erhielten und an Wahlen teilnehmen durften. Gandhis Kampf gegen die Gewalt, auch gegen die in den eigenen Reihen, ging weiter. Im indischen Nationalkongress forderte 1928 eine Gruppe junger Radikaler, zu der auch der spätere Premierminister Jawaharlal Nehru gehörte, die umgehende Unabhängigkeit von den Briten, wenn nötig mit Gewalt. Sie entwarfen ein Selbstregierungsmodell und eine Verfassung für ein unabhängiges Indien. Gandhi erreichte als Kompromiss, dass den Briten 1 Jahr Zeit gegeben wurde, den Forderungen zuzustimmen und Indien schrittweise in die Unabhängigkeit zu entlassen.
Da die Briten diesbezüglich aber eine eigene Zeitplanung hatten und dieser Forderung nicht nachkamen, erließ der indische Nationalkongress im Januar 1930 eine Unabhängigkeitsresolution, in deren Folge es zu der wohl bekanntesten Kampagne des zivilen Ungehorsams in der indischen Unabhängigkeitsbewegung kommen sollte, dem Salzmarsch. Gandhi hatte zu diesem Zeitpunkt den Höhepunkt seiner Popularität erreicht und wusste die Massen hinter sich. Als er im März 1930 das Gelübde ablegte, nicht eher in seinen Ashram in Ahmedabad zurückzukehren, bevor nicht die vollständige Unabhängigkeit Indiens erreicht war. Als Gandhi zusammen mit 79 Soldaten seiner gewaltfreien Armee am 12. März 1930 den Salz-Satyagraha begann, war sein vordringliches Anliegen, das für die Inder so bedeutungsvolle Salzgesetz zu brechen und die vollständige Unabhängigkeit vom britischen Imperium zu fordern. Während des Marsches sprach Gandhi bei Aufenthalten in den Dörfern, aber vor allem über die Wichtigkeit der Reform der indischen Gesellschaft. Kinderhochzeiten sollten ebenso abgeschafft werden wie der Alkoholkonsum. Er hob die Bedeutung des Spinnrades hervor, sprach über Dorfhygiene und die Notwendigkeit zur Abschaffung der Unberührbarkeit, ebenso wie zur Toleranz zwischen den Religionen. Gandhi fasste seine Forderungen zusammen in einem konstruktiven Programm, dessen Realisierung zu Sarvodaya führen sollte, der Wohlfahrt aller. Täglich legten Gandhi und seine Mitstreiter etwa 15 Kilometer zurück. Unter Anteilnahme der Weltöffentlichkeit erreichten sie am 5. April 1930 Dandi. Die Stimmung hatte sich im Land zugespitzt, zumal die Briten keine Anzeichen machten, auf Gandhis Forderungen einzugehen. Sie ließen es auf eine Eskalation ankommen. Als Gandhi nach einem Morgenbad im Indischen Ozean eine Handvoll Salz aufhob und damit das britische Salzmonopol brach, wurde landesweit ein Feuer entfacht. In allen Küstenregionen Indiens wurde nun friedlich, aber entschlossen Salz gefördert, mit einfachsten Mitteln raffiniert und verkauft. Den Frauen kam in dieser Massenkampagne zivilen Ungehorsams eine besondere Rolle zu. In der Stunde der Bewährung verließen sie in großer Zahl die Abgeschlossenheit ihrer Häuser und warfen sich in den Kampf. Gandhi bemerkte dazu, in diesem gewaltfreien Krieg sollte der Beitrag der Frauen viel größer sein als der der Männer. Die Frauen das schwache Geschlecht zu nennen, ist eine Verleumdung. Es ist die Ungerechtigkeit der Männer gegenüber den Frauen. Wenn die Gewaltfreiheit das Gesetz unseres Wesens ist, gehört die Zukunft der Frau. Das Volk kämpfte entschlossen. Die Polizei führte Massenverhaftungen durch. 60.000 politische Gefangenen füllten die Gefängnisse. Und dennoch blieben die Menschen diesmal friedlich und waren bereit, die Kampagne fortzusetzen. Nachdem auch Gandhi verhaftet worden war, versuchten 2500 Satyagrahis, die Salzwerke von Darsana friedlich zu besetzen. Wie überall wurden die gewaltfreien Widerständler ohne Gegenwehr niedergeschlagen, schwer verletzt oder sogar getötet. Die Regierung antwortete mit noch mehr Repressionen und mit brutaler Gewalt. Jede neue repressive Maßnahme bot jedoch auch die Gelegenheit, sie zu missachten. Der Boykott ausländischer Kleidung und die Streikposten vor den Alkoholgeschäften wurden verstärkt. Die Bauern verweigerten die Steuern. Ganz Indien befand sich im Aufstand und über mehrere Provinzen wurde das Kriegsrecht verhängt. Indien wurde zu einem gigantischen Gefängnis. Der Verlauf der Ereignisse gab dem Volk Selbstvertrauen und Durchhaltevermögen. Als Gandhi am 26. Januar 1931, dem von ihm ein Jahr vorher proklamierten Tag der indischen Unabhängigkeit, aus dem Gefängnis entlassen wurde, sagte er: „Ich sehne mich nach Frieden.
wenn er ehrenhaft erreicht werden kann. Nach zähen Verhandlungen mit dem indischen Vizekönig Lord Irwin wurde im März 1931 das sogenannte Gandhi-Irwin-Abkommen unterzeichnet. Es ließ die Forderungen nach der Unabhängigkeit unberührt, jedoch wurde die Erlaubnis zur Herstellung und Verkauf von Salz gegeben. Des Weiteren wurden alle Gefangenen des Salz-Satyagrahas freigelassen und die Einstellung der Aktionen des zivilen Ungehorsams vereinbart, um so die Basis für weitere Verhandlungen zu schaffen. Zur zweiten Roundtable-Konferenz reiste Gandhi als offizieller Vertreter des indischen Nationalkongresses mit einem Mitarbeiterstab im September 1931 nach London. Das primär angestrebte Ergebnis der Konferenz war die Rücknahme des Exportverbots indischer Stoffe nach England sowie die Rückgabe von konfisziertem Land an die Bauern. Die indische Bevölkerung hoffte aber natürlich auch, dass über die vollständige Unabhängigkeit Indiens verhandelt werden würde. Während der Überfahrt auf der SS Rajputana schlief Gandhi auf dem Sonnendeck, spann sein tägliches Quantum Garn und hielt Vorträge über Gewaltfreiheit. In London wohnte er in der Kingsley Hall, die das Zentrum der Quäker für ihre Sozialarbeit in den Slums von Londons Osten war. Viele Menschen versammelten sich vor dem Haus, um Gandhi willkommen zu heißen. I am thankful that I got this opportunity of being surrounded by these happy children and seeing the homes of the poor. Ich bin dankbar für diese Gelegenheit, von glücklichen Kindern umgeben zu sein und die Wohnungen der Armen zu sehen. Obwohl Gandhi auf der Roundtable-Konferenz die indische Position deutlich vertrat, wurden die erhofften Zusicherungen nicht gemacht und somit verlief die Konferenz aus indischer Sicht ergebnislos. Gandhi nutzte seinen Aufenthalt in England aber auch, um bei der Bevölkerung Sympathie für die Lage seiner Landsleute zu gewinnen, was ihm ausnahmslos gelang. Als Gandhi gefragt wurde, warum er zum Empfang beim britischen König in seiner gewöhnlichen spartanischen Kleidung erschien, antwortete er: Seine Majestät trägt genug für uns beide. Charlie Chaplin war von der Begegnung mit Gandhi so beeindruckt, dass dessen Zivilisationskritik der Ausgangspunkt für das Drehbuch zu dem Film Moderne Zeiten wurde. Gandhis Abschied von London war herzlich. They were the result of the mission that brought me to London. I know that I shall carry with me the pleasantest memories of my stay in the midst of the poor people of East London. Was auch immer das Ergebnis der Mission sein möge, die mich nach London führte, weiß ich, dass ich die angenehmsten Erinnerungen an meinen Aufenthalt inmitten der armen Leute von Ost-London mitnehmen werde. Auf der Rückreise besuchte Gandhi auch Frankreich, die Schweiz und Italien. Eine Audienz beim Papst wurde ihm wegen seiner unzureichenden Kleidung verwehrt, und von der Begegnung mit dem italienischen Diktator Mussolini sagte Gandhi später: Sein Gesicht sah aus wie das eines Schlechters. Seine Augen standen nie still. Da die Roundtable-Konferenz die Hoffnungen der indischen Massen nicht erfüllte und somit ein Aufflammen des Widerstandes zu erwarten war, wurde Gandhi am 4. Januar 1932 als gefährlicher Staatsfeind verhaftet und für unbestimmte Zeit ins Sirafta-Gefängnis in Pune inhaftiert. Die Rechnung der Briten ging auf, zumal es auch Gandhi ein Anliegen war, erst einmal wieder Ruhe in der Bevölkerung einkehren zu lassen. Als jedoch die Briten in einem neuen Verfassungsentwurf für Indien ihre Teile- und Herrschepolitik wieder einmal auf eindrucksvolle Weise demonstrieren wollten, war es für Gandhi nahezu eine Pflicht zu intervenieren. Die Harijans sollten, abgesondert von den höherkastigen Hindus, an separaten Wahlen teilnehmen.
Zu Gandhis Enttäuschung stieß dieses Verfahren auch auf allgemeine Zustimmung bei seinen Landsleuten. Um die Briten von ihren separatistischen Bestrebungen abzubringen und die Kasten-Hindus von der Notwendigkeit zur gesellschaftlichen Integration der Unberührbaren zu überzeugen, begann Gandhi am 20. September 1932 ein Fasten bis zum Tode. Als eine unabhängige Kommission beschloss, gemeinsame Wahlen und eine Verbesserung der sozialen Situation der Harijans anzustreben, beendete Gandhi nach 6 Tagen das Fasten. Nach seiner Haftentlassung im November 1933 führte Gandhi eine mehrmonatige Harijan-Tour durch ganz Indien durch, auf der er seine Landsleute zu überzeugen versuchte, dass, Zitat Gandhis, Indien nur unabhängig werden kann, wenn der Fluch der Unberührbarkeit von ihm genommen wird. Er erreichte dabei, dass viele Tempel und Brunnen für Harijans zugänglich gemacht wurden. Viele von Gandhis Parteigenossen waren mittlerweile enttäuscht von dessen wahrhaftiger und gewaltfreier Politik, da die erhoffte Unabhängigkeit in weite Ferne gerückt zu sein schien. Gandhi zog sich daraufhin von der Parteipolitik zurück und widmete sich der Harijan-Arbeit sowie der Dorfentwicklung. Seit dem Salzmarsch ohne festen Wohnsitz gründete Gandhi Ende 1934 einen neuen Ashram im Herzen Indiens. Er löste den Ashram in Ahmedabad auf und baute mit seinen Mitarbeitern und anderen Bewohnern der Gemeinschaft den Satyagraha Ashram in den indischen Zentralprovinzen bei Wardha auf. Der Ashram fungierte hauptsächlich als Labor für die Weiterentwicklung der Dorfindustrie, der Gandhi viel Bedeutung beimaß. Es war ihm ein Anliegen, die am Ort vorhandenen Rohstoffe, Talente und Werkzeuge voll auszunutzen. Über den Zusammenhang von Maschineneinsatz und Nahrungsmitteln sagte Gandhi, seit ewigen Zeiten wird in den indischen Dörfern Reis gestampft. Ungeschälter Reis und handgemahlenes Weizen, Vollkornmehl sind nicht nur nahrhaft, sondern schaffen auf dem Land auch Arbeitsplätze. Er plädierte dort für die Mechanisierung, wo es zu wenig Hände gab, die die Arbeit verrichten konnten. Er hielt sie jedoch für ein Übel, wenn mehr Hände als für die Arbeit nötig vorhanden waren, so wie es in Indien hauptsächlich der Fall war und auch heute noch ist. Als Grundvoraussetzung für eine gesunde Dorfstruktur sah Gandhi geeignete Dorfschulen an. Da das von den Briten aufoktroyierte Bildungswesen völlig an den Bedürfnissen der Dorfbevölkerung vorbeiging, entwickelte Gandhi ein Schulerziehungsmodell, das der ökonomischen, politischen und kulturellen Situation Indiens angemessen war. Neben der wirtschaftlichen Unabhängigkeit der Schulen war es Gandhi ein Anliegen, dass der Verstand und die Gefühle der Kinder ebenso gefördert wurden wie deren manuelle Fähigkeiten. Die Idee von Naid Talim, der neuen Erziehung, hat das Bildungssystem in Indien nachhaltig beeinflusst. Schon 1939, beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, hatte Gandhi Vinoba Bhave zu seinem Musterschüler auserkoren, um als Individual-Satyagrahi gegen Indiens Beteiligung am Krieg zu agieren. Dem vorausgegangen war ein Brief Gandhis an Adolf Hitler, in dem er den Wert eines Kriegserfolges in Frage stellte und an Hitler appellierte, den Krieg zu beenden. Der Brief blieb unbeantwortet. Der indische Nationalkongress verurteilte die Aggressionen der Nazis. Er beauftragte Gandhi, eine neue Widerstandskampagne auszuarbeiten. Dieser entschied sich zu individuellem zivilen Ungehorsam. Da Gandhi sich selbst aus der Kampagne heraushalten wollte, bestimmte er Vinoba Bhave als ersten Satyagrahi, der öffentlich seine Nicht-Zusammenarbeit mit den Kriegsanstrengungen Englands verkündete. Bhave wurde verhaftet und zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt. Es folgten ihm andere Widerstandskämpfer nach und so nahm der Protest große Dimensionen an. Als die Briten der indischen Presse verboten, über den Fortschritt der Satyagraha-Kampagne zu berichten, stellte Gandhi das Erscheinen seiner Zeitungen ein und forderte dazu auf, dass jeder seine eigene Zeitung mit authentischen Nachrichten sein solle. Ohne die permanente Forderung nach Selbstregierung zurückzunehmen, rief Gandhi zur Beendigung des zivilen Ungehorsams auf,
als 200.000 Widerständler inhaftiert waren. Die zunehmende Spannung im Land barg die Gefahr für massive Gewaltausbrüche. 1942 schickte das britische Kriegskabinett eine Delegation nach Indien, um über eine Unabhängigkeit nach dem Kriege zu diskutieren. Die Vorschläge wurden allerdings von allen Parteien und Gruppierungen als nicht annehmbar zurückgewiesen. Somit waren die Aussichten für eine Freiheit düster und in weite Ferne gerückt. Im Kriegsverlauf drohte eine Invasion der Japaner und in Gandhis Geist nahm die Quit India, das heißt Verlasst Indien-Kampagne Gestalt an. Der Arbeitsausschuss des indischen Nationalkongresses stimmte auf einer Sitzung am 7. August 1942 in Mumbai mit Gandhis Ansicht überein, dass Indiens Abhängigkeit von den Briten seine Verteidigung schwächte und verkündete, dass die britische Herrschaft in Indien nun endlich aufhören müsse. In einer langen Ansprache forderte Gandhi die Briten auf, Indien jetzt ordentlich zu verlassen und gab für seine gewaltfreien Mitstreiter die Parole aus, Do or die, handle oder stirb. Trotz Pressezensur verbreitete sich dieses Motto wie ein Lauffeuer und es kam überall im Land zu Revolten. Die Ausschüsse des indischen Nationalkongresses wurden für illegal erklärt und deren Mitglieder inhaftiert. Gandhi, seine Frau Kasturba, sein Sekretär Mahadev Desai und seine englische Mitarbeiterin Madeleine Slade, die von Gandhi den Namen Mira Ben erhalten hatte, wurden ebenfalls verhaftet und ohne Gerichtsverfahren in Pune inhaftiert. Während der fast zweijährigen Haft starben Mahadev Desai und auch Kasturba. Gandhi reagierte auf den Tod seiner Lebenspartnerin mit den Worten: Ich kann mir ein Leben ohne Ba nicht vorstellen. Auch nach seiner Haftentlassung im Mai 1944 zog es ihn hierher. Gezeichnet von geistiger und körperlicher Erschöpfung erholte sich Gandhi bei langen Strandspaziergängen und Gebeten, an denen stets mehrere tausend Menschen teilnahmen. Die Abwürfe der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki im August 1945 berührten Gandhi zutiefst und veranlassten ihn zu sagen: Es haben sich in der Welt katastrophale Veränderungen vollzogen. Bleibe ich noch meinem Glauben an Wahrheit und Gewaltfreiheit treu? Hat die Atombombe diesen Glauben nicht in die Luft gesprengt? Das hat sie nicht nur nicht getan, sondern sie hat mir klar bewiesen, dass Wahrheit und Gewaltfreiheit die mächtigsten Kräfte auf der Welt sind. Die zwei einander entgegengesetzten Kräfte sind völlig verschieden in ihrer Art. Die eine moralisch und spirituell, die andere physikalisch und materiell. Die eine ist der anderen unendlich überlegen, da diese durch ihre Natur selbst begrenzt ist. Die Kraft des Geistes ist stets progressiv und endlos. Wenn sie umfassend zum Ausdruck gebracht wird, ist sie in der Welt unüberwindlich. Der Zweite Weltkrieg war vorüber und das britische Imperium bröckelte. Im März 1946 landete eine britische Regierungsdelegation in Indien, um die Bedingungen der Machtübergabe auszuhandeln. Die von ihr gemachten Vorschläge fanden zwar die Zustimmung des indischen Nationalkongresses, jedoch nicht die der Muslimliga. Daraufhin rief deren Präsident Muhammad Ali Jinnah zu einem Tag der direkten Aktion auf, ohne das Ziel oder den Inhalt der Aktion näher zu bestimmen. In Kalkutta kam es daraufhin zu einer Orgie der Gewalt. Über 4000 Hindus wurden getötet und mehr als 15.000 verletzt. Durch Racheaktionen der Hindus war bald das ganze Land in die Unruhen einbezogen, die sich zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen mit Massenmorden, Brandstiftungen, Vergewaltigungen, Plünderungen und religiösen Schandtaten ausweiteten. Gandhi fuhr daraufhin in die am stärksten betroffenen Gebiete
und konnte durch eine Fastenaktion Hindus und Moslems dazu bewegen, die Waffen niederzulegen. Auf einem mehrmonatigen Fußmarsch bemühte sich Gandhi, Frieden zu stiften und zu versöhnen. Er bezeichnete diese Friedensmission als die schwierigste und komplizierteste seines Lebens. Unermüdlich war er unterwegs, tröstete und ermutigte die Verzweifelten und ermahnte jene, die den verheerenden Schaden angerichtet hatten. Er bat sie, für die Sünden zu büßen und forderte dazu auf, das Zerstörte wieder aufzubauen und wie eine Familie zusammenzuleben. Gandhi erinnerte an die Worte Buddhas, der dort in Bihar vor 2500 Jahren das ewige Gesetz verkündete, dass Gewalt niemals durch Gewalt besiegt werden kann, sondern dass Hass durch Liebe überwunden werden muss. Um den Völkermord zu stoppen, gaben Gandhi und der Muslimführer Jinnah eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie die jüngsten Akte der Gesetzeslosigkeit und Gewalt, die Schande über den Namen Indiens brachten, verurteilten und für alle Zeiten den Einsatz von Gewalt für politische Zwecke verwarfen. Während einer Gebetsversammlung betonte Gandhi die Gleichwertigkeit aller Religionen und bemerkte: Ich glaube an die Botschaft der Wahrheit, wie sie von allen religiösen Lehrern der Welt verkündet wurde. Er erreichte, dass sich die Gemüter im Land beruhigten. Die anstehende Teilung Indiens in ein muslimisches Pakistan und ein hinduistisches Indien bereiteten ihm aber tiefe Sorgen. Er sah es als sein Lebenswerk an, Indien geeint in die Unabhängigkeit zu führen. Die Kluft zwischen Hindus und Moslems war aber zu groß und selbst seine engen Parteifreunde waren letztlich mit dem Vorschlag des neuen britischen Vizekönigs Lord Mountbatten einverstanden, das Land zu teilen. Gandhi bezeichnete diese Entscheidung als eine geistige Tragödie. Die Mitternachtsstunde des 14. August 1947 symbolisierte die Wiedergeburt einer Nation nach einem jahrhundertelangen Schlaf und einem langen Befreiungskampf. Die von dem ersten Premierminister Indiens, Jawaharlal Nehru, verkündete Unabhängigkeit wurde im ganzen Land begeistert gefeiert. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not only or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Gandhi jedoch verbrachte diesen Tag betend und fastend in Abgeschiedenheit. Er hatte allen Grund zur Trauer, denn die Freude über die Unabhängigkeit sollte nicht lange dauern. Schon bald wurden große Regionen von Unruhen heimgesucht und Minderheiten tyrannisiert und verfolgt. Hindus verließen das muslimische Pakistan und Moslems das hinduistische Indien. Auf dieser Völkerwanderung wechselten über 12 Millionen Menschen ihren Wohnort. Im ganzen Land kam es zu Massakern, bei denen über eine halbe Million Menschen starben. Als Gandhis Worte nicht mehr ausreichten, um den Gewalttätigkeiten zwischen Hindus und Moslems Einhalt zu gebieten, entschloss er sich im September 1947 in Kalkutta, wo die Metzeleien am stärksten waren, so lange zu fasten, bis sich die Unruhen gelegt hatten. Gandhi hatte Erfolg. Nach 4 Tagen herrschte Ruhe in Kalkutta und einige Unruhestifter lieferten sogar ihre Waffen bei Gandhi ab. Von Kalkutta aus reiste Gandhi nach Neu-Delhi. Als es auch dort wieder zu Ausschreitungen zwischen Hindus und Moslems kam, begann Gandhi am 12. Januar 1948 ein erneutes Fasten. Er fühlte sich alleine und um sein Lebenswerk gebracht, als er sagte: Der Tod wäre eine glorreiche Erlösung für mich. Er wäre mir lieber, als ein hilfloser Zeuge der Zerstörung Indiens zu werden.
und er fügte hinzu: Ich bete unaufhörlich darum, dass ich gegenüber meinen Verleumdern keinerlei Hassgefühle empfinden möge. Ja, dass ich selbst dann, wenn ich der Kugel eines Attentäters zum Opfer fallen sollte, meine Seele mit dem Namen Gottes auf den Lippen aushauchen möge. Nach 5 Tagen beendete Gandhi im Birla-Haus in Neu-Delhi sein letztes Fasten. Die Auseinandersetzungen hatten aufgehört und die Regierungen Indiens und Pakistans hatten ihm den vermehrten Schutz von Minderheiten zugesichert. Vom Fasten geschwächt, sammelte Gandhi neue Kräfte, um seine Mission fortsetzen zu können. Nach den allabendlichen Gebetsveranstaltungen im Garten des Birla-Hauses sprach Gandhi zu den mehreren hundert Anwesenden. Als am 20. Januar 1948, während seiner Ansprache, eine von einem Hindu-Flüchtling gelegte Bombe in seiner Nähe explodierte, die aber niemand verletzte, blieb Gandhi ungerührt und forderte das Publikum auf, ihm weiter zuzuhören. Auch danach verzichtete er auf eine Leibwache und bat darum, den Attentäter nicht zu bestrafen. Allerdings kritisierte Gandhi die religiösen Fanatiker im Volk ebenso wie auch die Politiker der Kongresspartei, die mittlerweile aus dem indischen Nationalkongress entstanden war. Die Alleinherrschaft der Kongresspartei in der Indischen Union bot dem gewaltfreien Anarchisten Gandhi nicht genügend Sicherheit vor Machtmissbrauch und Korruption. In einem Entwurf zur Veränderung der Parteistatuten schlug er deshalb vor, die Partei aufzulösen und in einen losen Zusammenschluss von Friedensarbeitern umzuwandeln. Diese sollten sich dann aus der Partei und Machtpolitik heraushalten und sich vor allem den sozialen, wirtschaftlichen und moralischen Aspekten der konstruktiven Arbeit auf den Dörfern widmen. Dieses politische Testament Gandhis wurde aber von den Mitgliedern der Kongresspartei weitestgehend abgelehnt. Am Freitag, den 30. Januar 1948, kurz nach 17 Uhr, ging Gandhi, auf seine Begleiterinnen gestützt, zur Gebetsversammlung in den Garten des Birla-Hauses. Dort warteten schon 500 Menschen auf ihn. Nathuram Godse tötete ihn mit 3 Schüssen. Gandhi starb mit dem Namen Gottes auf den Lippen. Der Mörder wurde sofort verhaftet und Monate später in einem aufsehenerregenden Prozess zum Tode verurteilt. Mit bewegter Miene sagte Premierminister Jawaharlal Nehru: Friends and comrades, the light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. Perhaps I am wrong to say that. Nevertheless, we will not see him again as we have seen him for these many years. We will not run to him for advice and seek solace from him. Das Licht ist aus unserem Leben verloschen und überall ist nun Dunkelheit. Unser geliebter Führer Bapu, Vater, wie wir ihn nannten, ist von uns gegangen. Das Licht ist verloschen, sagte ich, aber ich habe mich geirrt, denn dieses Licht war kein gewöhnliches Licht. Das Licht, das dieses Land während so vieler Jahre erleuchtete, wird dieses Land noch für viele weitere Jahre erleuchten. Gandhis Leichnam wurde zunächst im und dann auf dem Dach des Birla-Hauses aufgebahrt. Am folgenden Tag, dem 31. Januar, wurde er 5 Stunden lang vorbei an mehreren Millionen Menschen durch Delhi gefahren. Am Rande des Jamuna-Flusses wurde Gandhis Leichnam dann nach hinduistischer Sitte auf einem Scheiterhaufen aus Sandelholz verbrannt. Noch geschockt von der Ermordung Gandhis nahm die ganze Welt Abschied vom Propheten der Gewaltfreiheit.
Nach 13 Tagen der Trauer wurde die Urne mit den sterblichen Überresten Gandhis in einem Sonderzug nach Allahabad gebracht, zum Zusammenfluss von Ganges, Jamuna und Saraswati. Gandhis Asche wurde von seinen Söhnen den heiligen Wassern übergeben, das Bettler und Könige, Sünder und Heilige gleichmacht. Mahatma Gandhi war inmitten einer unheilvollen Welt ein Apostel der Toleranz, der Gewaltfreiheit und des Glaubens. Die Kraft seines Geistes war die stärkste Waffe des Friedens. Die von ihm vorgelebte und kultivierte Ethik der Gewaltfreiheit lebt zeit- und grenzenlos immer fort.